Ja, hallo liebe Freunde und willkommen hier zu einem kleinen Age-Game und zwar ein TR Legend. Ja, was ist ein TR Legend? Das ist eine Final Version 1.0.2. Ihr könnt das Spiel am Anfang wieder starten, wahrscheinlich in Japanisch. Ihr könnt, wenn ihr einmal auf den Bildschirm klickt, seht ihr die ganzen Menüs, Optionen, Fullscreen definitiv stellen. Das wird am Anfang bei euch nicht im Fullscreen laufen und über Languages könnt ihr das dann auch in Englisch einstellen, andere Sachen, ihr seht hier, das wird bestimmt, keine Ahnung, Japanisch, Chinesisch vereinfacht, Chinesisch traditionell oder was weiß ich was sein. Also es gibt ja so unterschiedliche Sachen in der Richtung her. Auf alle Fälle das Spiel nur in Englisch. NTR Legend ist ein cooles Game. Ich habe es jetzt ein bisschen angespielt, ich habe es nicht komplett voll gespielt, aber so ein bisschen mal angezockt. Ja, können wir mal reingehen. Ist das so ein Dude? Irgend so ein Dude, der seine Wohnung sowas von dermaßen vermüllt, das wird ihm kurz einen kleinen Infos weitergegeben. Erstmal gerne am Quarzen, gerne am Zischen. Ja, und seine Bude sieht aus wie der letzte Komma. Also ein professioneller Gamer. Und dann kommt eben halt, hey, yo, Bude ist dreckig, den Müll selber sauber zu machen, hat ja keinen Schwanz Bock drauf. Help? Dann machen wir doch. Yes, I will give you money. Gut. Zack, Tür zu. Mit der Müllbergwohnung haben wir da noch was zu tun und wir warten auf die Hilfe. Dann klingelt es an der Tür und zwei Möpse sind am Wackeln. Und unsere Nachbarin steht vor der Tür. Great. Tür geht auf und es kann dann das Spiel losgehen. NTR Densetsu. Genau, NTR Densetsu. Genau, so hieß das Spiel eigentlich. Was habe ich denn da vorhin gesagt? NTR Densetsu. Ja. Dauert ganz kurz das Laden, wundert euch nicht. So, ihr kriegt eine kurze Game erklärt, wie das Spiel funktioniert. Ihr müsst einen Part-Time-Job annehmen, natürlich, um Geld zu bekommen. Shot-App, da könnt ihr eben halt euren Bereich, den sie sauber macht, nachher wieder zumüllen. Das müsst ihr auch. Denn ansonsten, warum sollte sie rüberkommen, wenn sie euch beim Müllproblem helfen soll? Ihr habt ein Stresslevel. Ja, ist klar, wenn der Stresslevel zu hoch ist, geht ihr Game Over. Ihr habt ein Call-Level, da könnt ihr sie anrufen, dann kommt sie rüber und macht euren Trash sauber. Yusuki heißt die Alte, genau. Ihr habt ein Tagesmenü, morgens, mittags, nachts, morgens, mittags, nachts und spätnachts. Genau, so war das dann. Und, ja, Chuckled, your neighborhood. Ja, also, Ziel des Spiels ist es ganz einfach, eure Nachbarin mal ein bisschen... Ja, dass die Alte mal so, ja, dass sie mal ein bisschen was Gerneres macht. Das werde ich jetzt nicht komplett zeigen können, weil, um eure Nachbarn rumzukriegen, ja, müsst ihr mal im 5 gegen Willi mal spielen. Aber ich gehe so weit, wie ich gehen kann, zeige ich euch das mal. So, pass auf. Wichtig ist auf alle Fälle, ihr habt hier eure Bude, ihr habt das Handy. Create Trash. Das müsst ihr machen, wenn die Bude sauber ist. Weil sie kommt an, macht die Bude sauber und dann, ne, was soll sie dann noch sauber machen? Ihr habt eine Kamera, da könnt ihr dann eben halt nachher von ihr oder von anderen Leuten auf Fotos haben. Da könnt ihr dann eben halt kleine Erpressung machen. Das hier, Call, da kommt sie dann an und macht die Bude hier sauber. Shopping, Spend Time und den Age-Status könnt ihr hier überbrücken. Muss ich gleich mal gucken, ob ich da reingehen kann, ob ich das nachher zeigen kann. Heben wir uns mal für nachher auf. Safe and Load gibt es auch noch mit drin. Wichtig ist für euch auf alle Fälle, das möchte ich gerne mal so ein bisschen vorweg zeigen. Ihr könnt auch, ich zeige euch mal ganz kurz, wie die Räume ganz kurz funktionieren, nur damit ihr mal einmal gesehen habt, wie dieses ganze Raumgeblüdel hier abgeht. Ihr könnt rauszoomen mit der Maus, ihr fahrt mit der rechten Maus gedrückt lassen, einmal so über den ganzen Bereich einmal rüber. Dann Maus rein und rauszoomen, wie ihr es gesehen habt. Dann könnt ihr, hier könnt ihr noch auf den Balkon gehen. Hier draußen ist eine Katze. Die da, die könnt ihr mit Katzenfutter füttern, müsst ihr euch über das über Shopping bestellen. So, was haben wir noch? Ja, Toilette ist hier. Und da geht's dann ab aufs Klo. Und hier geht es dann ab in Richtung... Badezimmer und Klo. Alles ein bisschen klein. Getrennt. Spiel erinnert einen an, wie hieß denn das? Summer Countryside? Ich glaube, es ist Summer Countryside. So ein bisschen Ähnlichkeit hat das Spiel hier auch. Ihr könnt also die Wohnung verlassen. Hier drüben findet sich dann eure Nachbarin. Ihr habt aber keinen Key und ihr könnt auch nicht rein. Das Handy übrigens mal schließen. Könnt ihr nicht rein. Also bringt euch das Ganze nichts.
Die Treppe runter könnt ihr dann eben halt euren Nebenjob angehen. Das war ein Part-Time-Job. Dieses Ding hat erst im Midnight geöffnet. Das ist dort, ich sag mal so, Sexjob. Und im Park, da habe ich jetzt auch noch nicht mitgekriegt, was da genau los ist. Wie gesagt, so weit habe ich dann auch noch nicht gespielt, um zu wissen, was da los ist. Part-Time-Job zum Beispiel. Das ist ganz cool. Irgendwann, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen weiter aufsteigen, um dieses Event freizuschalten. Das hier könnt ihr am Morning und Afternoon machen. So. Dann, es ist eigentlich ziemlich easy. Ihr habt den blauen rechts und rot links und da fallen gleich Enden runter mit Farben. Die müsst ihr einfach nur in den entsprechenden Bereichen zuordnen. Ja. Und schon kriegt ihr Kohle. Mehr ist doch nicht zu machen. Zack, zack, zack. Ruhig mal ein bisschen nachgucken, was gerade so kommt. Nachher werden es noch ein paar mehr. Jetzt zum Beispiel. Nein. So, einen daneben gehauen. Kriegen wir ein bisschen Kohle dazu geballert. Aber so 7000. Also es wird immer mehr. Der Cashflow kommt ein bisschen mehr rein. So, das alles könnt ihr morgens, mittags, abends absolvieren. Ich glaube, jetzt können wir den zweiten Job machen, ne? Nee, doch noch nicht. Ein Afternoon immer nur. Evening noch. Naja, gut. Auf alle Fälle habt ihr nur morgens und abends Zeit, bei ihr sie anzurufen. Oder morgens und mittags nur Zeit, also nun nur Zeit, sie anzurufen, dass sie eure Bude sauber machen kann. So, das zeige ich jetzt mal ganz kurz. Dauert immer ganz kurz, bis wir drin sind. So, warte mal eben. Ich will mal gucken. Also, wenn ich jetzt gecuttet habe, dann muss ich leider einen Cut setzen. So, hier können wir das ein bisschen nochmal nachgucken. Ich brauche zum Glück nichts cutten. Wenn ich jetzt hier einen weiterklicke, dann seht ihr dann den restlichen Kram, was ihr schon bei ihr geschafft habt und bei ihr gemacht habt. Und ja, ne, ihr könnt Call, Cleaners, Dishwas, Total Cleaning. Es fängt zuallererst an mit dem Cleaning. Da erzähle ich euch gleich was zu. Denn das ist ein bisschen kompliziert oder besser, manche Leute werden es nicht gleich sofort schneiden, was man zu machen hat. Und dann steht ihr da und ärgert euch, warum ihr nicht weiterkommt. So, wir callen sie jetzt mal her. Wie ich euch ja gesagt habe, morgens und mittags könnt ihr sie nur anrufen, dann kommt sie an und hilft euch bei der Bude sauber machen. Sie verlangt immer 1000 Dollar, also 1000 Yen. 1000 Yen von euch zum sauber machen. Dann könnt ihr entscheiden, oh, das hintere muss ich rauscutten, das ist halt so, was ihr machen wollt. Ihr könnt entweder das hier machen oder ihr nehmt halt Cleaning auf dem Boden, also mal abwaschen. So, dann ist sie am Abwaschen. So, und wie funktioniert das Ganze jetzt? Ihr müsst mir nicht versuchen, das hier hochzubekommen. Das funktioniert, das Einzige ist, wenn ihr nur hier raufklickt und ja, den 5 gegen Willi-Akkord anrennst, ne? Dann funktioniert das Ganze allerdings. Ihr könnt euch sie angucken, damit ihr seht, weil das hier zum Beispiel ist das Symbol für ihre Aufmerksamkeit. Wie oft beobachtet sie euch? Und das hier ist das Symbol für ihre Geilheit. So. Umso heißer sie wird, umso eher nachher verlässt sie halt die Wohnung, weil sie dann halt zu heiß wird. So, das erreicht ihr dann eben halt nur, wenn ihr hierauf drückt und dann hierauf, dann ist er ausgewählt, dann habt ihr ihn in der Hand und dann müsst ihr in das Handyfenster reindrücken. Mit der linken Maustaste. Und dann erst funktioniert das. Ihr müsst aufpassen, dass das hier nicht zu hoch zieht. Das seht ihr dann aber schon, wenn das dann langsam losgeht. So, ja gut, jetzt werde ich ein End machen. 0 Punkte kassiert. Wir müssen Lustlevel müsst ihr hochsteigern. Und wenn sie dann hier oben angekommen ist, reduziert sich der Next Step Point. Runter auf, wenn das unten angekommen ist, erreicht ihr Lustlevel 1. Genau. Und je mehr Lustlevel ihr bei ihr dann eben halt erreicht, umso höher wird dann eben halt der Grad werden. Also, ja, je höher Lustlevel wird, umso mehr könnt ihr nachher mit ihr machen. Ne? Später ab Lustlevel 3 zum Beispiel war dann das hinten da gleich gecuttet. Also da braucht ihr nicht mehr dieses Vorwischen und dies und das alles machen. Könnt gleich zum Age springen und gleich richtig losdonnern. Ne? So, ja, den Midnight Shop, da kriegt ihr ja die ganzen speziellen Sachen alle her. Den Shop habe ich euch noch nicht erzählt. Genau, ja, kann ich mal ganz kurz machen. Im Shop könnt ihr euch einmal Bentos und sowas alles bestellen. Ist ganz gut, um den Stress runterzukriegen, weil wir haben jetzt 40er Stress. Oder eben halt, ihr kauft so eine Sachen wie das hier oder, na, halt, ihr seht ja selber, was hier drin ist zum Kaufen. Ihr seht ja, was ist hier, Stress Limit plus 15,
Maximum Stresslimit plus 15. Also wenn ihr das holt, ich sag mal, ich hole jetzt die Flowers, die arriven uns am Morgen erst. Können wir nochmal eine Runde pennen gehen gleich. Ach, beim Schlafen wird der Stresslevel auch weniger. Na, also ganz gechillt. Seht ihr, da ist schon mal 10 weniger geworden. Wir machen jetzt einmal Sleep durch, damit wir damit dann fertig sind. Dann zeige ich euch das auch mal, wenn morgens das Paketchen eures Bringdienstes ankommt. Das steht dann hier vorne, das nehmt ihr dann einfach auf. Da wird hier so eine Blume hingestellt und ihr habt 110. Also hier oben der Stressbalken wird dann immer höher und höher. Das braucht ihr auch, weil irgendwann ist die Bude hier aufgeräumt. Dann nehmt ihr einfach Shoot. Dort müsst ihr ganz schnell die Taste hier pressen. Und den Stress so weit wie möglich bei 22. Das war noch ein bisschen hoch, der Stressindikator. Da kriegt das wirklich 22 draufgeballert, aber unser Müll ist halt mehr. Aber wir haben ja jetzt durch die 110, durch den Kaktus ja 10 dazugekriegt. Und so läuft das ganze Ding eben halt da weiter. Wie gesagt, spezielle Gegenstände nachher bekommt ihr in den Midnight Shop. Da müsst ihr dann nachts hier im Midnight, müsst ihr dann zu den Shop hin. Dann könnt ihr einkaufen gehen dort. Da gibt es dann ein paar spezielle Dinge dafür. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Die Age-Scenes sind okay. Also, so standardmäßig okay. Na, also sind nicht die besten, aber sie sind okay. Ist ein lustiges Game, so zwischendurch. Kannte ich bisher auch noch nicht. Habe ich mir einfach mal gedacht, okay, bringe ich euch mal, zeige ich euch mal. Mal was Frisches, Unbekanntes mal. Und ja, hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder beim nächsten Age Game. Also, bis dann.